Heute befassen wir uns mit dem Zwiebel- oder Schichtenprinzip. Dieses besteht grundsätzlich aus drei Schichten. Diese können miteinander kombiniert werden und ergänzen sich. Die erste Schicht bildet eine leichte Funktionsunterwäsche. Die Aufgabe der ersten Schicht ist es, die Feuchtigkeit vom Körper wegzunehmen, großflächig zu verteilen und an die nächste Schicht weiterzugeben. Die zweite Schicht ist die Fließschicht, das ist die isolierende Schicht. Ihre Aufgabe ist es, die Körperwärme so wenig wie möglich weiterzugeben, die Feuchtigkeit der ersten Schicht zu übernehmen, wieder großflächig zu verteilen und an die dritte Schicht weiterzugeben. Da sind wir dann bei der Jacke angekommen. Die Jacke bildet den Schutzpanzer nach außen und ist die dritte Schicht. Innen drin in der Jacke ist entweder ein Netzfutter oder ein leichtes Mikrovlies. Dieses übernimmt die Feuchtigkeit der zweiten Schicht, verteilt sie wieder großflächig und lässt sie nach außen verdampfen. So bleibt ihr innen drinnen trocken. Zwei Tipps möchte ich euch noch zum Schluss mitgeben. Vermeidet Baumwolle. Der Grund ist, Baumwolle trocknet sehr schwer, gibt die Feuchtigkeit schlecht weiter und ihr könnt dann unter der Funktionsjacke nass werden. Das hat dann aber mit der Baumwolle zu tun, weil eben die Weitergabe der Feuchtigkeit nicht gewährleistet wird. Der zweite Tipp, den ich euch mitgeben möchte, betrifft das Probieren der Funktionsjacke. Wenn ihr euch für ein Modell entschieden habt, probiert es immer mit der gesamten Unterbekleidung, damit ihr dann später keine Einbußen beim Tragekomfort habt.